Wichtigster Satz als Pfandleiher und Edelmetallhändler ist: lieber kein Geschäft wie ein schlechtes Geschäft. Sag schon Gruß deiner Mama. Sein Name? Heinz Schmalzried. Aber alle nennen ihn nur Goldheinz. Denn sein Pfandleihhaus in Karlsruhe ist eine wahre Goldgrube. Halleluja, da. Bitte. So verdient man Geld. Und zwar jede Menge. Der Selfmade-Millionär ist einer der erfolgreichsten Pfandleiher und Goldhändler Deutschlands. 15 bis 20 Millionen Jahresumsatz. Bei Heinz ist so ziemlich alles Gold, was glänzt. Was ist sein Erfolgsrezept? Coolness, Menschenkenntnis, Mut zum Risiko? Wir werden sehen. Ich geh Iridium, ich Scheißdreck, Abfall bitte abholen, fertig aus, danke wieder. Wir können keine Zeit verschwenden für sinnlose Telefonate. Das geht nun mal nicht! Morgens 7 Uhr in Karlsruhe am Europaplatz. Goldheinz fährt vor. Standesgemäß. Im Lamborghini. Die anderen schlafen noch. Aber Geld schläft nicht. Deswegen ist auch Heinz schon auf den Beinen. Immer der Erste im Geschäft. Und das hier ist Heinz Reich, rund um die Uhr von 40 Kameras bewacht. Denn hier lagern Pfandstücke von knapp 5000 Kunden. Darunter jede Menge Gold. Werte im siebenstelligen Bereich. Morgenstund. Das Wichtigste in der Morgenstund, das weiß der 57-Jährige nach 10 Jahren im Pfandleihgeschäft, immer zuerst den aktuellen Goldpreis checken. Denn neben der Pfandleihe verdient Heinz mit Goldhandel sein Geld. Sagen wir mal, der Kurs hat über Nacht um 20, 30 Cent zugelegt. Dann schaue ich, was die Konkurrenz bezahlt und die versuche ich natürlich zu überbieten. Seine Methode: mehr fürs Gold zahlen als die Konkurrenz. So kommen mehr Kunden mit mehr Gold. Gold, das Heinz später gewinnbringend weiterverkauft, wenn der Goldpreis weiter gestiegen ist. Doch nicht nur damit verdient er. Zweites Standbein, das Pfandleihgeschäft. Beim Pfandhaus verdiene ich mein Geld, indem die Leute ihre Sache mir bringen. Ich gebe ihnen einen Pfandkredit und wenn sie es wieder abholen, verlange ich meine Zinsen und Gebühren und davon verdiene ich mein Geld im Pfandhaus. Sein Zinssatz 4%, macht 4 Euro bei 100 Euro Pfandleihe. Wegen der Werte, die Heinz hier jeden Tag handelt, sind er und seine Mitarbeiter durch zentimeterdickes Panzerglas geschützt. Im hinteren Bereich das Büro und mehrere Tresore. Im Keller analysiert Heinz Schmuck und Münzen auf ihren Goldgehalt und bedient hier die richtig reichen Kunden. Schmuckstücke, die Heinz nicht versteigert, bietet er im vorderen Teil des Ladens zum Verkauf an. Klar, hier geht's vor allem um eins, um Geld. Davon hat Heinz inzwischen eigentlich genug. Bei einem Nettogewinn von 300 bis 400.000 Euro pro Jahr. Trotzdem arbeitet er Tag für Tag weiter. Ich habe jetzt nun mal die Verantwortung und die Verpflichtung. Ich kann nicht einfach von heute auf morgen aufhören. Konditor, Schweißer, Autohändler, Tankstellen- und Saunaclubbesitzer. Heinz hatte schon viele Jobs. Am Schalter warten nun drei neue Kundinnen auf ihn mit kistenweise Schmuck. Da hat die Oma, der Herrgott hat die Oma zu sich gerufen. Und die Dame hat jetzt den kompletten Schmuck von der Oma in die Kisten eingepackt und hergebracht und möchte wissen, was der Schmuck wert ist, was davon Gold ist und was davon Unechtes ist. Die Oma hat also ganz starke Drang gehabt, um Schmuck zu tragen. Ich stelle mir dann so immer vor, wie hat die Oma ausgeschaut. Sie hat alles aufgehoben, also das ist Schmuck aus 35, 40 Jahren. Und es ist wirklich alles dabei, vom Wolwart-Style. Avon-Schmuck, also da war irgendwann mal eine Avon-Beraterin im Haus und hat sie belabert. Wir haben vieles haben wir exportiert, so den Ehering vom Opa und so, aber das meiste verstaubt halt einfach nur im Keller. Leider. Und jetzt haben wir gedacht, wir gucken mal, was es wert ist. Aber ich kenne mich halt nicht aus. Heinz kennt sich aber damit aus. Und der erste Check stimmt ihm nicht gerade optimistisch.
Opa hat sich reinlegen gelassen. Das ist jetzt schon die dritte falsche Uhr. Omega hat noch nie so einen billigen asozialen Verschluss gemacht. Hier geht schon das Gold weg, obwohl es 18 Karat Stempel ist. Und man hat es dann, um den Deutschen reinzulegen, zweimal gestempelt. Erstmal Omega, dann 57 und dann nochmal 18 Karat. Und dann geht schon die Farbe weg. Und wenn wir jetzt einen Reittest machen würden, wir können uns gerne die Mühe machen, dann hört man schon vom Geräusch her, das ist alles aber kein Gold. Und wenn wir jetzt mit der Säure drauf gehen, dann macht es Folgendes. Hokus Pokus Fidibus, alles weg. Und wenn was echt ist, wie diese Uhr jetzt zum Beispiel, das hört sich schon viel anders an, es reibt sich cremiger, wie wenn ein bisschen Margarine dabei wäre. Weil Gold ist ein weiches Metall und Eis ist ein hartes Metall. Physikunterricht und so weiter. Und er hat dann eine für seine Frau gekauft und eine für sich. Aber, und jetzt kommt das Schöne daran, er war damals glücklich. Und Glück ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Werden die verstorbenen Großeltern ihre Enkelin nun auch noch nachträglich beglücken? Über 100 Kunden kommen pro Tag. Immer mit der Hoffnung, dass ihre Wertsachen wirklich was wert sind. Nee. Sagen wir mal, 70-80% davon ist unechter Schmuck. Echt oder nicht echt? Selbst Experten wie Heinz können das nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Die Fälscher sind mittlerweile so gut, dass auch dieser Säuretest nur ein Schnelltest ist. Wenn es der Kunde mir suspekt erscheinen würde, würde ich jetzt anfeilen und würde euch noch eine Röntgenanalyse machen. Den Röntgenapparat lernen wir gleich noch kennen. Heinz berechnet den Ankaufspreis. Für die Enkelinnen der Moment der Wahrheit. 1.928 Euro und 77 Cent. Um die 77 Cent bescheiße ich dich, weil ich so schöne Augen habe. So, ihr habt Glück, ihr kriegt 50er heute. Gott beschütze euch. Ich pack's jetzt weg. Dankeschön. Bitteschön. Ich schreibe was Nettes. Nett ist die kleine Schwester vom Arschloch. Nee, was Tolles. Ich bin ein bisschen baff. Ich habe vielleicht mit höchstens 100 Euro gerechnet. Das ist jetzt schon sehr, sehr viel Geld. Für das es eigentlich voll wenig war. Jetzt. Ich freue mich, dass wenn es nicht alles nichts wert war. Also sie hat es mir halt hinterlassen, vererbt und hat halt dann, sie selber wusste nicht, dass irgendwas wert war. Und hat noch gesagt, sie hofft für mich, dass es mir gegeben hat, dass es irgendwas wert ist. Tschüss! Heinz weiß, dass auch ein gutes Image Gold wert ist. Lieber ehrlich sein und jeden Tag den Kunden. Es entspricht auch nicht meinem Naturell. Es ist einfach für mich charakterlich einfach nicht nachvollziehbar, dass jemand mit so primitiven, einfachen Dingen durchs Leben kommt. Klaue, unerschlage, erzähle, lügen, Fernsehen. Es ist mir einfach zuwider. Heinz kommt eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Das Pfandhaus hat er erst seit 10 Jahren. Ich habe Konditor gelernt, weil mein Papa gesagt hat, ich wäre zu blöd zum Arbeiten. Und dann hat er gesagt, lern Konditor oder Koch, dann kannst du die Scheiße, die du produzierst, auch selber essen. Heinz hat es seinem Papa gezeigt. Als das Pfandhaus zum Verkauf stand, schlug er zu, ohne einen blassen Schimmer von dem Geschäft zu haben. Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich habe diesen Beruf nicht gelernt, keinerlei Ahnung. Ich habe das Geschäft gekauft, nur weil ich Geld übrig hatte. Ich hatte keinerlei Ahnung, aber ich habe jeden Tag, jeden Abend Bücher gelesen, Internet, Bücher und gefragt. Zum Goldschmiedemeister gesessen, stundenlang gefragt. Ein Selfmade-Experte. Und auf den wartet jetzt im Keller ein richtig dicker Deal. In seinem besonderen Verkaufsraum für besondere Kunden. Einen wunderschönen guten Tag. Hello, how are you? Der besondere Kunde ist extra aus Paris angereist. Mit einem wahren Goldschatz im Gepäck. Und möchte genau aus dem Grund auch unerkannt bleiben. Damit konnte man früher einkaufen. Das sind alle vor 1945. Prägebuchstabe A bedeutet, die Münze wurde in Paris geprägt. Es gab noch Prägebuchstabe B für Straßburg.
Und für Marseille gab es eine. Die mit Marseille sind selten. Die sind höher gehandelt wie Paris. Paris war eigentlich Standardwerk. Normalerweise schmelzt man solche Münzen nicht. Hier haben wir den Napoleon dann mit dem Lorbeerkranz. Da hat er sich dann selber nach oben erhoben. Die ist dann aus dem Jahr 1811, also das ist die älteste. Heinz wird sofort klar, jetzt geht's um jede Menge Geld. Nur sind die Münzen auch echt? Immer wieder wollen ihn Leute übers Ohr hauen. Aber Goldheinz weiß, woran man echte Goldmünzen erkennt. Normalerweise sollte man die Augen schließen und nur auf sein Gehör vertrauen. Dann hat man schon die halbe Miete. Du prüfst, nimmst jeden siebten oder achten raus. Ich mache so lange die Belege fertig. Da, nimm die Münze bitte mit. Pass auf, das sind 2,5 Kilo. Bitte. Heinz hat gute Ohren. Im Raum nebenan steht ein Gerät, das noch mehr hört, nämlich Ultraschall. Damit kann Mitarbeiter Dominik die inneren Werte der Münzen bestimmen. Bei dem müsste jetzt 90% Goldgehalt sein. Und das überprüft die Daten, wo es eingespeichert hat, ob das dann genau das Gleiche kommt mit den Messdaten. Eine Goldmünze enthält meist nicht mehr als 90% Gold. Der Rest? Andere Metalle, um die Münze zu härten. Und? Was sagt der Ultraschalltest? Stichprobe bestanden. Heinz will das Geschäft jetzt unbedingt abschließen. Er schätzt den Wert auf knapp 273 Euro pro Münze. Bei 400 Stück eine Menge Geld. Wir sprechen hier von 109.183 Euro. Ich gebe dir 109.200 Euro, weil ich dich liebe. I love you. Wir sprechen hier über 17 Euro. 17 Euro freiwillig obendrauf. Macht 109.200 Euro. Eine runde Summe. Das Geld gibt's bei Heinz Cash auf die Kralle. Mal sehen, was der Tresor im Erdgeschoss hergibt. Heinz bekommt die riesige Summe in bar zusammen. Nicht in Man hat schon sein Bündel zu tragen manchmal, gell? Heinz kauft seinen Kunden das Gold immer zum aktuellen Tagespreis ab, minus einem Abschlag. Einige Zeit später schmelzt er es dann ein und verkauft es als Barren. Hat sich der Goldpreis bis dahin erhöht, macht Goldheinz einen satten Gewinn. Alles klar, Dominik, Feierabend. Genug verdient für heute. Eure Armut ekelt mich an. Kleiner Scherz. Feierabend ist noch lange nicht. Bei der Geldübergabe musste unsere Kamera ausbleiben. Nur so viel. Beide Seiten sind zufrieden. Weiter geht's. Nach dem Großkunden aus Frankreich ist jetzt ein weniger betuchter Klient im Anmarsch. Ein guter alter Bekannter. Du willst verkaufen mir, weil du es nicht mehr brauchst. Aber ich brauch's doch auch nicht, ich stell's oben an, bitte. Ja, das soll ich. Stell's mal da oben vorne, alle diese drei Dinger da oben drauf, aufs Weiße. Aufs Weiße? Ja, auf das graue Weiße. Ja, aber Sigi, ich brauch doch das nicht, ich tät es nur rumstehen lassen. Für ein Ladendecker was auch nicht. Oh, Sigi. Jan, was soll er dir jetzt da geben? Ja. Nein, Sigi, du musst mir schon sagen, was du willst. Ich tue das ja nur für dich. Ich stell doch nichts auf. Du weißt ja, dass ich ein Bauer bin. Ein Zehner. Sigi, du bist mein Freund. Du kriegst von mir 20. Okay? So bin ich. Aber dann, das stellen wir jetzt zusammen auf. Das machen wir professionell. Wir sind ja zwei Raumgestalter, ne? Wir sind ja die Raumgestalter. Sigi, was du noch weißt, ein reiner Freundschaftsdienst. Verkaufen kann Heinz Sigis Figuren nicht. Ah, guck mal, da oben noch, hä? Das ist ja sensationell. Sigi, du bist mein Freund. Ich danke dir. Wart,
Ein Mann, ein Wort. Genau. Danke dir. Pass auf dich auf. Das ist schon wieder aus der Not geholfen. Und du machst mir keinen Scheiß. Weil du weißt, okay, Sigi, kein Quatsch machen, okay? Alles klar. Der beste Mann von Karlsruhe hat faire Preise und alles. Auch Heinz ging es nicht immer so gut. Einige Jahre saß er sogar im Gefängnis. Heute, sagt er, sei er geläutert, sammelt für gute Zwecke und hilft Kunden wie Sigi aus der Patsche. 20 Euro, bitte. Einmal falsch parken kostet 30. Einmal mit dem doofen Lamborghini aufsetzen in der Garage, Einfahrt kostet 150. Aber das Strahlen vom Sigi und die Hilfe für den Sigi. Sigi ist wohlhabend gewesen. Sigi hat gearbeitet bei Mercedes-Benz. Sigi ist frühzeitig in den Ruhestand gegangen. Mercedes-Benz hat ihm unglaublich viel Geld gegeben. Aber Sigi kann nicht mit Frauen umgehen und nicht mit Geld. Also hat das ganze Geld die Weiber ihm wieder abgezockt. Jetzt geht es um deutlich mehr als 20 Euro. In den letzten 3 Monaten hat sich viel Goldschmuck angesammelt. Den will Heinz jetzt einschmelzen. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Gold. In der Tasche nur reiner Goldschmuck. Die Steine hat Heinz vorher entfernt. Die sind auch meist nicht viel wert. Der Goldertrag von 3 Monaten, transportiert in einer schlichten Sporttasche. Sicher fühlt Heinz sich trotzdem. Ja, was macht man, wenn man überfallen wird? Man versucht, den Gegner auszunocken. Ich habe früher mal geboxt, also. Und ich traue mir schon zu, gleich mal hinzuschlagen. Fertig, aus. Naja, und das spart die Kosten für einen Geldtransporter. Wie viel das Gold im Kofferraum exakt wert ist, wird sich rausstellen, wenn es nachher als Barren eingeschmolzen ist. Es wird nur reines Gold gehandelt. Und ich erziele meinen Gewinn dadurch, dass ich den Schmuckgold ankaufe, einschmelze und dieses Gold an der Rohstoffbörse zum Verkauf anbiete. Ein lukrativer Handel und Goldheins Kerngeschäft. Denn natürlich wartet der Profi möglichst ab, bis der Goldpreis so hoch geklettert ist, dass er einen guten Gewinn machen kann. Eigentlich kümmert sich hier nur das Personal ums Einschmelzen. Aber Heinz packt immer selbst mit an. Jeder Handel mit dem Gold ist nun mal die Gefahr auch immer, dass entweder A, bewusst oder unbewusst Fehler passieren und zu wenig oder zu viel abgerechnet wird. Die Gier nach dem Golde führt schon zu Mord und Totschlag. Warum soll es auf einmal anders sein? Gleich kommt der Moment der Wahrheit. Die Wertstücke wiegen knapp 26 Kilo. 1300 Grad bringen den Schmuck jetzt zum Schmelzen. Dabei geht immer Gewicht verloren. Alles, was nicht pures Gold ist, verbrennt. Und wie sieht's aus? Da ist zum Teil noch ein bisschen Keramik drin. Neben Keramikteilen verbrennen auch noch Schmutz und Hautpartikel, die am Schmuck kleben. Übrig bleibt pures Gold. Der 57-Jährige hat nichts zu verschenken und sucht vorsichtshalber auch noch den Boden nach Goldspritzern ab. Mit Erfolg. Ich hab Gold! Günther! Das ist Gold. 4 Euro, 3 Euro. Es ist Geld. Der Grammpreis liegt an diesem Tag bei etwa 43 Euro. Mal sehen, was der Barren jetzt auf die Waage bringt. Ja, ich muss ihn tragen. Ja, ist warm, hä? Ich weiß, dass du ein bisschen warm ist, ich spür's. Ja, dann, ja. Komm. Willst du Handschuhe anziehen? Nee, brauche ich nicht. Ja, vom Gefühl her 25.430 Gramm. Und das war jetzt der Schmuck von Großmutter und die Eheringe. Besonders Trauringe. Ich schmelze am liebsten Trauringe. Die Goldwaage steht nebenan. Der Barren wiegt exakt 25 Kilo und 414,6 Gramm. Knapp 300 Gramm Verlust. Das ist nun mal so, nach dem Schmelzen ist es immer weniger, weil
da sind jede Menge Schmutzpartikel drin, Füllmaterial. Das verbrennt halt, das, was als Flamme rausgegangen ist, das war halt irgendwas, was gewogen hat, aber kein Gold und kein Silber und kein Palladium und kein Platin und kein Kupfer war. Das hat es halt einfach vernichtet. Die Schmelzstube wickelt den Weiterverkauf ab. Beim Grammpreis von etwa 43 Euro an diesem Tag ist der Barren über 1 Million Euro wert. Deutlich mehr, als Heinz beim Ankauf des Schmucks bezahlt hat. Es bleibt ein fetter Gewinn. Man kann sagen, irgendwo zwischen 25.000 und 28.000 Euro brutto. Das heißt, Personal etc. 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 und Steuer muss doch bezahlt werden. Und natürlich mein Auto. Ja, und so ein Lamborghini ist nicht ganz billig. Inzwischen ist es 18.30 Uhr. Aber statt Feierabendlaune, große Aufregung. Die Mitarbeiter haben beim Kassensturz 1.200 Euro minus festgestellt. Darf nicht sein. Es vergisst einer was zu buchen. Er bucht falsch. Dann schauen wir auf die Kamera, wer es war. Und der muss dafür gerade stehen. Da kenne ich auch keine Diskussionen. Weil ich bezahle einen Lohn und dafür erwarte ich, dass jemand seine Arbeit richtig macht. Eine Kassiererin im Supermarkt muss auch ihre Sache buchen und ihre Kasse in Ordnung halten. Das gehört dazu. Bedeutet, keiner darf nach Hause, bevor Heinz den Schuldigen identifiziert hat. Jeder Deal des heutigen Tages kommt auf den Prüfstand. Anhand der Überwachungskameras lässt sich außerdem ermitteln, welcher seiner 7 Mitarbeiter wann am Schalter stand. Wurde Goldheinz übers Ohr gehauen, dann droht Ärger. Mit Betrügern macht er kurzen Prozess. Und dann habe ich ihn anhand der Kamera überführt, dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren, habe ich an der Haustür geklingelt und habe ich ihm aufs Maul gehauen. Außerdem gleich, hat ein Mitarbeiter mehrere hundert Euro für eine gefälschte Goldkette rausgeschmissen? Was für ein Wichser, da fühlt sich doch verarscht. Und Auktion im Pfandleihhaus, alles muss raus. Gucken und bieten erlaubt, anfassen verboten. Wenn ich einem seine Finger in einer dieser Fächer spüre, nehme ich den Kugelschreiber und stecke es ihm von oben durch. Okay? Sein Name ist Heinz. Goldheinz, Selfmade-Millionär und einer der erfolgreichsten Pfandleiher Deutschlands. Jahresumsatz bis zu 20 Millionen Euro. Wer zu Heinz kommt, braucht meistens dringend Geld und weiß, hier wird er nicht abgezockt. Der beste Mann von Karlsruhe hat faire Preise und alles. 20 Euro, bitte. Aber das Strahlen vom Sigi und die Hilfe für den Sigi. In den Schoß gefallen ist dem 57-Jährigen nichts. Goldheinz weiß am besten, Kleinvieh macht auch Mist. Fehlt noch einer. Ja, gib ihn her. Trauringe. Ich schmelze am liebsten Trauringe. Knallharte Verhandlungen, das richtige Gespür. Was ist das Erfolgsrezept von Goldheinz? Kassensturz im Pfandleihhaus. Am Abend fehlen fast 1.200 Euro in der Kasse. Über eine Stunde dauert die Suche nach dem Schuldigen inzwischen. Aber mittlerweile gibt es einen Verdacht. Chef mal wieder. War es der Chef selbst? Der Verdacht scheint sich zu erhärten. Da guck mal, was sie heute gemacht hat. Das Armband. Welches Armband? Ich sehe kein Armband. 100%. Guck mal, 100%ig drin. Wurde vergessen. Chef, die dumme Sau. Chef, die dumme Sau. Lass mich gucken, bitte. Ja, Chef, die dumme Sau. Heinz hat für den Kauf eines Armbands 1.200 Euro aus der Kasse genommen, ohne es im System einzugeben. In der Kasse habe ich es eingelöst, aber nicht im System. Fehler, ganz grober Fehler, ganz grober Schnitzer. Zumindest hat der Boss die Größe, seinen Fehler zuzugeben und zahlt die Überstunde. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Der, wo den Idiotenfehler macht, der muss für die anderen die Arbeitszeit bezahlen. Es ist 19.18 Uhr, also ist eine Stunde mehr. Strafe muss sein, wer nicht hören will, muss fühlen. Normalerweise. Feierabend. Aber was macht Heinz in seiner Freizeit? Verheiratet ist er nicht.
Privatleben habe ich keines, nein. Was essen gehen und dann noch mal ins Büro meine Sache weitermachen oder nach Hause, Zähnchen putzen. Ganz spartanische Einzimmerwohnung habe ich, ganz billig. Das Einzige, was mir gönne, sind meine Autos und meine Motorräder. Für eine Frau ist bei diesem Pensum kein Platz. Es gab eine Partnerin, aber das habe ich durch meine unbeherrschte Art versaut. Und deswegen geht er jetzt allein einkaufen. Aber auch das sieht bei einem Verhandlungsprofi ein bisschen anders aus. Stammkunde Heinz kommt bewusst immer ganz zum Schluss. Denn je später der Abend, desto besser die Marktpreise. Jetzt bauen sie schon ab. Jetzt begrüßen wir ja schon unseren Blumenmann. Da tue ich immer Foto machen von den Blumen für die Frauen. Dann brauche ich keine Blumen kaufen. Grüß Gott, Herr Felde. Kauft nie einen Blumenstrauß, aber er fotografiert sie immer. Warum soll ich Blumen kaufen? Die fotografiere ich jetzt und schicke ich dann bei Facebook an alle Frauen dieser Welt. Ein Blumenstrauß vom Goldheinz. Blumenhändler Felden hat, was Heinz betrifft, inzwischen aufgegeben. Umsatz mit ihm. Statt zu geizig. Dankeschön, Herr Felden. Bitte sehr. Auch beim nächsten Stand ist Heinz bekannt, beziehungsweise berüchtigt. Der Preisler ist der Karlsruher beste Obst- und Gemüseverkäufer. Und da versuche ich immer ein Schnäppchen zu machen. Ich spüre es, es läuft. Dankeschön. So was macht mich glücklich, wenn ich irgendwo noch was sparen kann. Aber er war heute sehr zurückhaltend. Normalerweise nimmt er noch eine Zigarette vor mir. Resterampe. Heinz ergattert die Lebensmittel zum halben Preis. Die Sparsamkeit wurde ihm schon in die Wiege gelegt. Ich stamme aus einfachen Verhältnissen. Ganz normale Verhältnisse. Arbeiterfamilie. Meine Eltern haben früh ein eigenes Haus gebaut. Da wurde gespart. Das Haus musste finanziert werden. Als Kind wurde ich schon so erzogen. Man schmeißt nichts weg. Man gibt kein unnötiges Geld aus. Der nächste Morgen in Karlsruhe. 6 Tage die Woche arbeitet Heinz in seinem Pfandleihhaus. Mindestens 12 Stunden am Tag. Eine 72-Stunden-Woche. Der erste Kunde des Tages. Ein alter Bekannter. Oh, grüß Gott, Herr Langenkämper. Wie geht es Ihnen? 6 Stunden Fahrt hinter mir. Mit dem Zug? Na klar. Erste Klasse? Natürlich. Bitte. In einer Stunde geht es wieder zurück, in einer Stunde. 12.52. Auch wieder erste Klasse. Du bist jetzt extra hierher gefahren? 12 Stunden Zug, hin und zurück. Du fahrst aus Dresden zu mir? Dresden, Karlsruhe, Dresden. Ich liebe dich. Du bist halt ein guter Kunde. Der gute Kunde hat 12 Stunden Fahrzeit auf sich genommen und will jetzt seine Luxusuhr bei Heinz versetzen. Der junge Mann hat von uns eine Rolex erworben und er hat jetzt gesagt, nee, er braucht das Geld wieder, um eine neue Wohnung zu machen und hat mich natürlich gefragt, ob ich die Uhr zurückkaufe. Und selbstverständlich, jede Uhr, die ich verkaufe, kaufe ich zurück, ob nach 2 Tagen oder nach 20 Jahren. Und dann wird dann auch nicht lang rumgefeilscht oder lang rumgehandelt oder versucht, den Preis zu drücken. Dann wird das bezahlt, was der Kunde bekommen hat, minus eine kleine Bearbeitungsgebühr. Besser geht's nicht. Besser geht es nicht. Dankeschön. 4.700 Euro hatte der Kunde für die Uhr hingelegt. Für 4.550 nimmt Heinz sie zurück. Seine Marge 150 Euro. Bitte schön, einmal unterschreiben. 110% korrekt. Es ist der einzige faire Laden überhaupt. Umgekehrt ist nicht jeder fair zu Heinz. Und deswegen laufen rund um die Uhr 40 Überwachungskameras. Vor ein paar Monaten hat Heinz einen eigenen Mitarbeiter beim Stehlen erwischt. Er hat Gold geklaut. Er hat einfach nur Gold geklaut und Geld geklaut. Und dann habe ich ihn anhand der Kamera überführt. Dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren, habe ich an der Haustür geklingelt und habe ich ihm aufs Maul gehauen. Ein klarer Fall von Selbstjustiz. 7 Mitarbeiter hat Heinz. Und einer davon hat eventuell ein Goldarmband nur oberflächlich auf Echtheit getestet. Haben Sie Ihre Kontrolle von Ihrem Scheißdreck gestern gemacht? Von der K-
Kette? Ja, von welcher Kette? Natürlich nicht, dankeschön. Habe ich gewusst? Das wäre mein erstes Problem. Wenn ich jetzt Angestellter wäre, hätte ich heute Morgen als erstes gemacht. Wäre ich extra 10 Minuten früher gekommen, um das zu googeln, um die Schmach auszumerzen. Heinz hat den Verdacht, dass die angekaufte Goldkette gefälscht ist. Die Welt ist gut, der Mensch ist schlecht, ist meine Devise. Nicht der Mensch ist gut, die Welt ist schlecht. Sondern der Mensch ist schlecht. Und daher überprüfe das zweitens, um zu verhindern, dass dem Kunde zu wenig bezahlt wird. Denn es könnte ja auch mal einer sagen, ach, die Kette wiegt 23,5 Gramm, in Wirklichkeit wiegt sie 24,5. Um das zu verhindern, einfach mal grundsätzlich, überprüfe ich jeden Einkauf. Hat sich der Mitarbeiter über den Tisch ziehen lassen? Hallo, hallo. Heinz findet es heraus. Mit Hightech. Und ein Kunde will ihn übers Ohr hauen. Also eine falsche Schweineuhr. Komm mit so einer Scheißuhr nie mehr zu mir. Glänzende Geschäfte? Gleich bei Abenteuer Leben. Er ist einer der erfolgreichsten Pfandleiher Deutschlands. Jahresumsatz bis zu 20 Millionen. Alle nennen ihn nur Goldheinz, denn mit Gold kennt er sich aus. Opa hat sich reinlegen gelassen. Ist jetzt schon die dritte falsche Uhr. Wer schnell und unkompliziert Kohle braucht, ist bei ihm an der richtigen Adresse. Will jemand Heinz übers Ohr hauen, dann packt er die Faust aus. Dann frage ich auch nicht mehr, da fahre ich hin. Klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann. Der Ton im Goldgeschäft, rau. Wie steht die Chefin hier? Dann geh nach hinten und mach deine verdammte Pause. Oder geh raus auf die Straße. Der Chef ist nicht zimperlich, aber fair. Der, wo den Idioten Fehler macht, der muss für die anderen die Arbeitszeit bezahlen. Ein Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt und sich hochgearbeitet hat. Was ist Heinz' Erfolgsgeheimnis? Heinz hat einen Verdacht. Hat sich Mitarbeiter Lennart eine wertlose Kette andrehen lassen? Heinz braucht Klarheit und benutzt sein Röntgenfluoreszenzspektrometer. Das Gerät kann den Goldgehalt exakt bestimmen. Ist die Kette gefälscht, würde das 300 Euro Verlust bedeuten. Und Kollege Lennart kann sich auf einen gehörigen Einlauf gefasst machen. Einfach mit solchen Goldankäufern ruhig runtergehen. Ich bin da nicht böse, um Gottes Willen. Einfach runtergehen, ans Material rangehen. Der wichtigste Satz als Pfandleiher und Edelmetallhändler ist, lieber kein Geschäft wie ein schlechtes Geschäft. Mit dem Röntgengerät kann Heinz nicht nur prüfen, ob der Schmuck echt ist, sondern auch die genaue metallische Zusammensetzung bestimmen. Jetzt wird das Schmuckstück mit Röntgenstrahlen beschossen. Jedes Material hat eine andere elektromagnetische Schwingungsfrequenz. Und das strahlt zurück, und der Decoder liest es aus und rechnet es dann um nach der Schwingungsfrequenz, welches Material es ist. Die Analyse dauert nur wenige Minuten. Der Moment der Wahrheit für Mitarbeiter Lennart. Schauen wir nochmal, was das Ergebnis zeigt. Und so wie es ausschaut, hat er doch nichts falsch gemacht. Ist alles gut, keine Fehler. Heinz war umsonst besorgt. Für Lennart ist das nichts Neues. Also ich kannte ihn von vorher schon so ein bisschen aus dem Privaten. Und das ist halt, also er ist auf jeden Fall ein spezieller Mensch. Aber ich mag ihn und man kommt mit der Art auf jeden Fall klar. Also es ist bestimmt, ich glaube, nicht jeder kommt damit klar. Man braucht auch, glaube ich, ein dickes Fell ein bisschen. Eine Minute später steht schon wieder die Frage im Raum. Hallo. Schmuckstück? Oder Ramsch. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass das eine Schweineuhr ist. Also eine falsche Schweineuhr. Und das ist ein Silberring mit schönen Glassteinen mit einem unglaublichen Wert von 3,80 Euro. Gott beschütze dich. Aber komm mit so einer Scheißuhr nie mehr zu mir. Der Nächste bitte. Heinz hat sich sein komplettes Wissen selbst beigebracht. Inzwischen führt ihn so leicht keiner mehr hinters Licht. Fehlt noch einer. Ehrlich? Ja, gib ihn her. Das letzte Hemd nehme ich dir weg und den letzten Blutstropfen sauge ich dir aus. Die Kunden geben sich heute die Klinke in die Hand. Wieder jemand mit einer Uhr. Nehme ich nicht. Ich nehme ab, Omega, drunter nehme ich nicht. Tut mir leid, nicht falsch verstehen. Solche Uhren sind Abfall.
Keine Diskussion. Zumindest, wenn der Fall so klar ist. Ein Idiot würde sich jetzt unterhalten. Einer, der Geld verdienen will, unterhält sich nicht. Ich mach mein Ding. Ich bin reich, die Idiot ist vielleicht beliebt. Die einzige Frau unter den Mitarbeitern heißt Sandy. Und die hat Heinz im Moment auf dem Kieker. Fast täglich kommt es zu Reibereien. Heute geht es um Sandys Pausenzeiten. Sandy teilt sie sich selbst ein. Und das nervt Heinz. Mein Gott. Was heißt mein Gott? Frau Ackermann, Sie haben eine Stunde Pause. Ich habe immer noch die 20 Minuten. Ja, dann nehmen Sie doch jetzt, dann steh nach hinten mit deiner 20 Minuten Pause, ess in aller Ruhe und dann gehst raus und rauchst eine Zigarette und lass die Leute weiterarbeiten, okay? Aber lauf nicht zwischen rum, ich ess mal, ich lauf mit vollem Mund rum, wisch nicht die Chefin hier. Dann geh nach hinten und mach deine verdammte Pause. Oder geh raus auf die Straße. Ja. Aber nicht mal hier bist du und hier bist du, das mache ich nicht. Ja. Sonst führen wir es eine Stunde von Anfang bis Ende und ich gucke auf die Uhr, okay? Sandy sieht die Sache natürlich anders, hat aber im Moment schlechte Karten. Ja. Beides, wo sind die Feinscheine? Und dann kommt sie morgens als Letztes und das Erste, was sie macht, ist die reinstehen und futtern. Und was sagt Sandy, die einzige Frau in Heinz Pfandleihhaus, zu den Vorwürfen? Nee, mit der Mittagspause hat er nie recht. Also da gucke ich schon drauf, dass ich das immer gut mache. Also ich gehe zweimal nur dann 20 Minuten oder so, tue einen rauchen und er denkt dann, ich bin eine Stunde in Mittagspause, was gar nicht stimmt. Aber ich achte schon drauf, dass es eine Stunde ist und nicht länger. Bei der Zankerei hat der Pfandleiher völlig vergessen, dass er heute seinen 57. Geburtstag hat. Herr Felten, ein Blumenverkäufer vom Wochenmarkt, ja, der hat es nicht vergessen. Heinz, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, da du ja, wie die Leute sagen, ein scharfer Hund bist. Danke schön. Habe ich einen Überlebensstrauß für dich gemacht. Mit Peperonis und Zwiebeln und Kartoffeln. Und Kohlrabi-Blätter. Vielen Dank. Ich freue mich über alles, nur wenn meine Firma darunter leidet. Wenn Kunde im Laden steht, gibt es nichts Wichtigeres wie der Kunde. Jetzt ist gerade kein Kunde da, also kann ich mich darüber freuen. Sinn machen. Okay, kann auch ein bisschen Scheißdreck rausschwitzen. Danke, vielen Dank. Das war das Sinn. Ich muss weitermachen, danke. Also gut, Zeit hat er nie. So, ich schaue nicht da. Ein verrückter Hund, sage ich jetzt mal in unserem Jargon. Aber ist ein lieber Kerl, finde ich. Geburtstag schon wieder abgehakt. Denn heute steht für Heinz noch eine Auktion an. Der Pfandleiher darf jetzt Schmuck und andere Pfandstücke verkaufen, die seit 4 Monaten von den Besitzern nicht abgeholt wurden. In 2 Stunden geht es los. Zeit fürs typische Gold-Heinz-Outfit bleibt dennoch. Man kann ja nicht jeden Tag die gleiche Kette tragen. Man soll ja immer was wechseln. Komm, wir tragen mal zur Versteigerung einen Geldsack aus Gold. Ein Geldsack aus Gold. Den hab ich angekauft, oder eher gesagt, den hat meine ehemalige Mitarbeiterin, die Frau Tara, angekauft. Und hat sie gesagt, das wäre was Schönes für mich. Ein Fettsack mit einem Geldsack am Hals. Die schönsten und wertvollsten Schmuckstücke, die die Kunden nicht wieder abholen, behält Heinz für sich. Und diese hier haben fast alle 24 Karat. Bedeutet ein Goldanteil von fast 100%. Etwas Besonderes in Deutschland. Das sind alles Thai-Goldketten. Also das heißt 96,5% Gold. Kein 14 Karat, kein 18 Karat, sondern 23,4 oder 23,5 Karat Goldkette. Asiatisches Gold, nur die Asiaten machen 96,5% oder sogar in Teilen Chinas 99% Goldkette. Das sind meine private Kette halt, aber 80 Euro pro Monat. Bedeutet mir jetzt nichts. Habe ich. Ich hab's halt. Und die anderen, die ihm noch weniger bedeuten, kommen jetzt unter den Hammer. Bei der Auktion gibt es ganz genaue Regeln. Die Pfandstücke müssen durchnummeriert sein und die Interessenten müssen sie vor der Versteigerung in Ruhe anschauen können. Doch Heinz fehlen ein paar freie Auslagekästen. Ich muss nachdenken.
Ich muss nachdenken. Hier sind ja schon welche frei. Und dann tun wir halt die Uhren nebeneinander legen, dann durch die Uhren rauslegen und durch die Uhren separat machen. Die Uhren dann alle separat. Dann machen wir die Uhren separat. Also nächstes Mal diese Breitling, die Breitling hier, die Rolex. Das andere lassen wir zusammen. Pfandstücke, die die Kunden nicht abgeholt haben, muss Heinz zunächst in einer Auktion anbieten. Finden die Stücke dort keinen Bieter, darf er sie einschmelzen. Heinz sagt jedem ursprünglichen Besitzer vor der Versteigerung nochmal Bescheid. Wenn der Kunde kommt und sich freut und ich habe seine Sache noch, ist auch was wert. Das ist auch was wert. Egal ob Handy, Uhr oder Goldkette, die Besitzer bekommen heute kurz vor der Versteigerung noch mal eine letzte Chance. Ein Erinnerungsanruf, bevor ihr Pfandstück unterm Hammer landet. Du hast heute noch Zeit, sonst wird es versteigert. Ja, ich weiß. Wann kommst du? Wann kommst du? Wann? Wann? Was für ein Wichser. Da fühlst du dich doch verarscht. Ja, logisch kann mir es egal sein, aber dann sind wir wieder auf dem Niveau, ne, von anderen Pfandhäusern. Dann sind wir wieder so wie die anderen. Auch Mitarbeiter Philipp ruft noch schnell ein paar Kunden an. Kommst du einfach vorbei, das klären wir dann. Schönen Tag noch. Kommst du einfach vorbei. Chef, sie möchte mit Ihnen reden. Ich rede nicht mit ihr. Sie soll vorbeikommen oder wir schmelzen es ein und es wird versteigert. Sie hat lang genug Zeit gehabt. Wer ist es überhaupt? Nein, ich rede nicht mit ihr. Er redet nicht mit Ihnen, er hat gesagt, entweder Sie kommen vorbei oder er schmilzt es ein. Er sagt, er redet nicht mit Ihnen, entweder Sie kommen vorbei oder es wird versteigert. Sie sagt, sie kann nicht kommen. Ja. Sie hat 4 Monate Zeit gehabt. Es ist eine Frechheit, was sie machen. Sie hat am 23. August eine Mail bekommen, sie hat am 3.9. eine SMS bekommen und jetzt auf einmal sagt sie, sie kann nicht kommen. Ab dafür! Während die Mitarbeiter lautstark telefonieren, versucht Heinz, sich auf die Nummerierung der Stücke zu konzentrieren. Sei müssen wir bitte eine E-Mail, weil ich verstehe sie wirklich ganz, ganz schön. Geh doch, steh doch auf und geh nach hinten, dann hört dich niemand. Und ruf schon mal an. Mann, stellt euch nicht so an wie Mädchen. Dann ruf sie an, geh nach hinten, geh raus auf die Straße und ruf sie einfach an. Das kostbarste Stück der heutigen Auktion wollte der Besitzer nicht zurück. Eine goldene Schallplatte von Pink Floyd. Also der Mann hat eine Gitarre und eine goldene Schallplatte von Pink Floyd bei uns als Pfand gegeben. Und hat dann mit dem Geld eine Gaststätte eröffnet. Und als ich mir das damals erzählt habe, habe ich schon gedacht, das kann nicht gut gehen. Es ging auch nicht gut. Und deswegen kommt die Rarität jetzt unter den Hammer. Der Verkaufsraum ist bereits voll mit Interessenten. Jeder hofft, hier ein Schnäppchen zu machen. Unterstützung bekommt Heinz heute von einem professionellen Auktionator. So, einen wunderschönen guten Morgen im Pfand aus Karlsruhe. Wir machen Folgendes, ich lege immer die Kiste hier vorne drauf. Jeder darf hierher kommen, darf die Kiste angucken. Wenn ich einem seine Finger in einer dieser Fächer spüre, nehme ich den Kugelschreiber und steche es ihm von oben durch. Und ich beliebe nicht zu scherzen, der Erste kann es ausprobieren. Die Anzeige wegen Körperverletzung zahle ich aus der linken Hosentasche. Okay? Wird Heinz die nicht abgeholten Pfandstücke heute los? Knapp 100 Produkte bietet er an. Das erste? Ein Smartphone. Niemals ausgebaut. 64 GB, 4 GB RAM. Der Mann hat es zweimal, dreimal verlängert und dann hat er festgestellt, dass es ein neues Modell gibt. Kein Scheiß. Komm, 300 habe ich gegeben. Ja, und jetzt, dann lassen wir es lieber in die Bücher laufen. Hey. 300. 280.
2,50 ohne Aufpreis. Nee, 2,70 ohne Aufpreis. 2,70 zum Ersten. Zum Zweiten, niemand mehr. Zum Dritten, 2,70. André, ich liebe dich. Fühl dich umarmt. Verkauft für 270 Euro ohne Aufpreis. Bedeutet ohne Gewinn für Heinz. Bei dieser Golduhr könnte mehr rausspringen. Erstes Gebot, 5.600 Euro. 5,6 zum Ersten. Niemand mehr. 5,6 zum Zweiten. Niemand mehr als 5.600. 5.600 Euro zum Dritten. 560 Euro springen dabei für Goldheinz raus. Dann ist die goldene Schallplatte von Pink Floyd an der Reihe. Vielleicht sitzt heute ja ein Musikliebhaber im Publikum. Jemand, der den Wert der Rarität erkennt. Und hier haben wir jetzt die goldene Schallplatte Verlier von Columbia Records, A Sasserful of Secrets von Pink Floyd mit dem handsignierten Plattencover. Also das, sowas kostet 4.500 Euro. Was? Das heißt, wie bitte? Also wie gesagt, Pink Floyd, kann mal jemand heute Abend googlen, was das war und so. Ne? Das war die Musikgruppe, wo The Wall gespielt hat mit dem Schweinchen und so weiter, okay? Ja, ich sag's ja nur. Die Auktion war ein mäßiger Erfolg. Heinz darf jetzt selbst entscheiden, was er mit diesen Pfandstücken macht. Der Gesetzgeber sagt, ich muss es versteigern nach 4 Monaten, einem Tag. Und ich mache das, was der Gesetzgeber sagt. Und ob da was versteigert wird oder nicht, ist mir eigentlich egal. Was nicht versteigert wird, wird eingeschmolzen. Geld macht Heinz also so oder so. Ach ja, und jetzt fällt ihm wieder ein, dass er ja heute Geburtstag hat. Abends, 19 Uhr im Zollhaus am Rhein. Obwohl Heinz Geburtstage nicht besonders mag, hat er Mitarbeiter, Geschäftspartner und seine Mutter eingeladen. Meine Mutter unterhält wieder den ganzen Laden. Ist unglaublich, die Frau. Bitte, nehmt Platz. Sie sitzen vorne. Ja, ich muss immer vorne sitzen, damit ich so schnell wie möglich wieder fortkomme. Damit ich die Flitzekarte machen kann. Eigentlich eine gute Gelegenheit, sich ein bisschen vom Goldfieber zu erholen, oder? Ich denke immer noch ans Geschäft und ärgere mich, obwohl ich weiß, dass ich hier keine gute Internetverbindung habe, um zu gucken, wie der Preis sich weiterentwickelt. Oder dass ich noch auf die Goldpreise einwirken kann. Ach du Schande, danke schön. Ich bin doch selbst verliebt und habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Oh, da war ich noch schlank. Das war gut. Oh, stoßen wir noch mal an. Vielen Dank, danke schön, vielen Dank. Heinz, ein Selfmade-Millionär, der sein Ding durchzieht. Auch wenn er dabei aneckt und austeilt. Eine ehrliche, raue Haut, die zu einem der erfolgreichsten Pfandleiher Deutschlands geworden ist.